Nimmst du jetzt auf? Jetzt, ne? Jetzt funktioniert's. Ja, ihr merkt, ich bin noch nicht so erfahren, aber Übung macht den Meister. Ich wollte euch ja jetzt zeigen, wie es weitergeht. Muss mich selbst kurz orientieren. Hier ist meine Vorlage. Das ist jetzt falsch rum, denn es liegt ja ursprünglich so. Ich zeige euch, wo wir sind. Wir sind jetzt hier, ist das erste Kästchen, das hier. Wir häkeln weiter so zurück und so und so und jetzt kommen zwei Kästchen dran. Eins, zwei. Dann machen wir fünf Luftmaschen, dann eins, zwei, drei. Kommen wieder die Engelsflügelchen, das Verbindungsglied. Und so häkeln wir immer weiter, bis wir hier auf insgesamt, hier steht es auch, acht Kästchen sind. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Hier acht Kästchen. Und dann, wenn wir diese Passage abgeschlossen haben und hier angekommen sind, wird es spannender. Dann machen wir nämlich hier wieder das Übliche am Rand, gehen hier lang. Und dann kommt dieses Stäbchen-Ensemble mit Lücken und zurück. Und dann häkeln wir hier rein und machen das alles, das alles, das alles. Und wenn wir hier gelandet sind, sind wir auch schon mit dieser Häkelgardine fertig. Wir könnten natürlich noch endlos weitermachen. So, ja, wo sind wir angekommen? Wir sind nach wie vor hier bei diesem Kästchen und ich habe das Stück in dem Moment noch hier so. So rum, also entgegengesetzt. Das darf einen auch nicht zu sehr verwirren. Das ergibt sich alles von selbst. Dann, na, komm hier. So. Dann geht es weiter mit dem zweiten Teil des Engelflügelchens. Wieder drei Stäbchen. Eins. Zwei, drei. Hoppla, meine Vorlage, die muss ich mal ein bisschen weglegen. So. Und jetzt kommt die Verbindung, wie hier unten, mit vier Luftmaschen. Dann in die Mitte eine feste Masche zum Verankern und wieder vier Luftmaschen. Eins, zwei. Ich muss das da hinten weglegen, damit ihr das besser sehen könnt, ne? Dass das auf dem dunklen Untergrund ist. 1, 2, 3, 1, 2 habe ich gemacht, 3, 4. Jetzt suche ich mir in der Mitte die mittlere Masche, gehe da rein, mache eine feste Masche. So, und 1, 2, 3, 4. Und ein Stäbchen. Und noch ein Stäbchen. Und noch ein Stäbchen ist wieder ein Engelflügelchen von zweien. Eins, zwei, drei. Überbrückung und eins, zwei, drei Stäbchen. Jetzt kommen zwei Luftmaschen, das sind immer diese kleinen Verlängerungen. Eins, zwei. Dann kommt ein Stäbchen hier rein. Das ist der Aufbau für das Kästchen, das am Rand hier sitzt, in das man eventuell auch die Gardinenstange durchziehen kann. Aber ich mache jetzt mal das Eck jetzt fertig. Hier war das Stäbchen. Jetzt kommen eins, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen hier in die 1, 2, 3 in die Mitte rein, wieder ein, also das Stäbchen vollenden. So, und so habe ich dann hier so ein Kästchen. So habe ich das hier immer gemacht, ne? Ja, jetzt wird das Ganze wieder gewendet. So. Und das Ganze geht von vorne los. Ich zeige euch noch mal das Stück, wie es fertig aussieht, weil ich ja jetzt nicht weiß, ob ihr die ersten
Teil, ob das funktioniert hat mit dem Übertragen. Ich bin ja absolut noch Newcomer, entschuldigt bitte. Aber vielleicht ist es auch so ganz gut zu erkennen, was wir doch für schöne Fähigkeiten entwickeln, so peu à peu. Aller Anfang ist schwer. Da könnt ihr das nochmal sehen. Hier habe ich dann das, bis dahin ist diese Strickschrift, ne? Sozusagen, jetzt lese ich es mal so rum. Die reicht, das sind die Engelflügelpärchen, für die Verbindungsstege. Dann kommt dieser Part und es endet hier quasi. Hier endet das. Ne? Ich habe aber noch was dran gesetzt. Das kann ich euch später auch noch zeigen. Ich habe deswegen dran gesetzt, weil mir das so ein bisschen meckerig war. Ich wollte es ein bisschen größer haben. Ja, aber das kommt noch. Jetzt vorerst mal danke für die Aufmerksamkeit und es geht weiter mit Teil 2.